Dieses Märchen zu erraten ist einfach. Rotkäppchen und der böse Fuchs? Es laufen doch recht ungewöhnliche Gestalten über die Bühne der Stadthalle Parchim. Aber keine Angst. Der böse und sehr eitle Wolf ist mit dabei. Das Weihnachtsmärchen des Mecklenburgischen Landestheaters ist eine ganz besondere Variante des altbekannten Märchenstoffs in der Fassung von Jewgeni Schwarz, bekannt als Schöpfer der Schneekönigin. Rotkäppchen ist bei ihm nicht gleich Rotkäppchen. Das Rotkäppchen ist ein bisschen älter, ist so 12, 13 und auch ein bisschen pubertär und hat seinen eigenen Willen und hat auch nicht wirklich, also schon innerlich ganz tief drin Angst, aber jetzt nicht so sehr, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und das macht schon Spaß, das mal ein bisschen anders zu spielen. Sie ist etwas älter und sehr viel frecher als das bekannte, naive, rotbekappte Mädchen. Ihr Auftrag ist derselbe, Kuchen zur kranken Großmutter zu bringen. Übrigens, wenn Rotkäppchen gerade keine Bodengänge erledigt, hat sie im Märchenwald eine ganz besonders wichtige Rolle. Rotkäppchen ist bei uns so ein bisschen Freund und Helfer für alle Tiere. Also ich habe ja auch immer meine Krankentasche dabei. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen die Krankenschwester des Waldes und ich bringe den Tieren auch was bei. Zum Beispiel den Hasen habe ich beigebracht, dass sie nicht so viel Angst haben müssen und wie sie sich helfen können, wenn mal Not am Mann ist und sowas. So profitierte auch der Angsthase von einem Crashkurs in Selbstbewusstsein. Deutlich sichtbar an Helm und Möhrensäbel. Gemeinsam mit dem eher gemütlichen Bären möchte der Kampfhase unbedingt seiner Mentorin zur Seite stehen und macht dabei einiges mit. Ich glaube, er lernt durch seine Angst, die er am Anfang hat, ganz viel übers Mutigsein. Das, was Rotkäppchen ihm vorher immer beibringen wollte, lernt er jetzt durch Taten, indem es jetzt diese extreme Situation ist, muss er jetzt sich zusammenreißen und mutig sein. Und das macht er, glaube ich, ganz gut. Ein lebensgefährlicher Kampf, denn statt nur einem Widersacher gibt es mit dem schlauen Fuchs noch eine Figur, die geschickt versucht, wirklich alle gegeneinander auszuspielen. Tu doch einfach so, als ob du ein Hund wärst. Du unverschämter Kerl! Also er ist ja weder auf Wolfsseite noch auf Rotkäppchenseite und verfolgt so ganz seine eigenen Ziele. Das macht natürlich Spaß, den Intriganten zu spielen, wenn es dann klappt. Ich verfolge lediglich meine eigenen Ziele, ob die jetzt gut oder böse sind. Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Rotkäppchen bleibt Rotkäppchen. Verkleideter Wolf inklusive. Aber das Ensemble des Mecklenburgischen Landestheaters bereichert diese ungewöhnliche Fassung durch so viele bunte Ideen, dass die Zuschauer sich öfters fragen, wie das Märchen aller Märchen eigentlich ausgehen wird. Schauen Sie selbst. Das nächste Mal am 15. November um 16 Uhr in der Stadthalle Parchim.